Hör bloß auf mit der Geschichte. Wie ist die alles unter Kontrolle? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Hey, you. Ey, Wulfgar. Kannst du mich... Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden... Das gilt allerdings nicht für Söldner. Boah, jetzt ehrlich. Du bist so ein Lappen. Was ein Arschloch. Was ein mieses Arschloch. Ruger. Kannst du mich trainieren? Kannst du... Mach, dass du wegkommst. Oh, ey. Immer dieser soziale Hass, der hier künstlich aufgebaut wird. Das Friedensangebot. Hupsi, nein! Gescheiterte Mission. Baltrams Lieferung. Achso, das Ding. Ein dreister Dieb. Erfüllte Mission. Genau. Das Friedensangebot. Jetzt soll ich also zu Lee zurückgehen wieder und ihm das sagen. Meine Güte, ey, komm doch erst gerade von da. Sag mal, gab's nicht eigentlich Teleportsteine? Da gab's die nur bei Risen. War so, als ob's Teleportsteine gab. Anna! Ende. Mann, ich will endlich zur fucking Diebesgilde. Eugen, kannst du mir sagen, wie ich zur Diebesgilde komme? Also, pass auf. Ich kann dir mal sagen, was ich schon mal gemacht habe. Ich habe Rengaru gestellt. Und, habe ihn ziehen lassen. Und dann habe ich noch diese zweite Quest hier von Baltram oder was das war. Auf jeden Fall der Typ, der noch eine Lieferung wollte. Die habe ich abgefangen und dem Typen in der Bar gegeben. Wirklich? Das Ding ist aber... Das ist ja interessant. Wirklich? Ich werde trotzdem nicht in die Diebesgilde eingeladen. Verstehe nicht wieso. Da bist du ja. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladin. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er redet einfach zu viel. Ich habe was anderes gehört. Das nennst du neue Waffen. Schlimme Zeiten sind das. Erzähl mir, es ist verdammt zum einen wegen selbst die... Sie waren... Bla, bla, bla. Was? Ja? Die in der ganzen Stadt kannst alles, was länger als eine... Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Ich habe es selbst erlebt. Das ist doch kein Geheimnis. Wo kommst du denn noch? Nirgendwo. Jetzt produziert er... Er arbeitet Tag und Nacht. Alles, was ich dir an... Er redet einfach zu viel. Was weißt du über das Verschwinden der Follower? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon... Dankeschön für den Follow. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen auf... Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte viel... Lord André wurde... Joe, okay. Okay, gucken wir doch mal. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Es gibt für den Anfang Teleporterkreis. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Bin wieder da, du musst die Quest machen. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Der Tempel da ist ein Portal. Okay. Du hast drei Sachen für die Liebesgilde. Kannst du erst hin, wenn du im Ring des Wassers bist. Okay, zum Tempel komme ich erst, wenn ich im Ring des Wassers bin. Und es wird noch viel schlimmer. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oder eine miese Tat gegen die Gilde. Das ist mal wieder typisch. Eugen packte Wodka aus. What the fuck, Leute? Das ist ja schrecklich. Glaube ich, hol mir gleich auch ein Bier. Eine miese Tat gegen die Gilde. Was du nicht soll heißen, ich soll zum Beispiel den Typen hier umnocken, oder was? Ich hab was anderes. Das wäre zum Beispiel... Ich kann den Typen im Hafenviertel mal verprügeln. Das könnte ich probieren. Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, ob das läuft. Auf deine Verantwortung hin, Ryogen. Ja, diesen Nia irgendwen. Kann ich ja übel einfach mal eins über den Schädel ziehen. Ja, ich kann Rengaru nicht mehr einlochen. Leider. Hast du ja vorhin gesehen. Hau ihm aufs Maul. Ja, ich hau dem Typen in der Bar aufs Maul. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch. Oder das Paket.
nicht den Typen in der Taverne geben. Ja, das habe ich beide schon gemacht. Deswegen versuche ich jetzt den Typen einfach mal zu verprügeln. Oder ich frage den nochmal. Ist gut gelaufen. Boah, ey. Speicher jetzt einfach mal und guck mal, was passiert. Jetzt. Na mach schon. Immer feste drauf. Immer feste drauf. Na mach schon. Ja, so ist gut. Na mach schon. Komm. Gar nicht so übel. Jawohl. Degen her. Zeug. Und ja. Jawohl. Jemanden zu verhauen bringt nichts. Das dritte kann ich dir spoilern, wenn du willst. Ja, hau raus. Bitte. Ich will da jetzt einfach hin. Ey, Arschloch. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Okay, du bist der... Ja, sag an. Also wie gesagt, ich hab echt nichts. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Von selbst ist er nicht da. Soll er auch mal. Ja klar. Hau einfach rein in den Chat. Dumbledore stirbt, wa? Das Spiel hat Gegner. Oh fuck, hey, ey. Das ist wirklich nicht mein Problem. Toll, weißt du, jetzt kann ich auch aufhören. Jetzt merke ich da IQ. Jetzt kann ich echt auch aufhören. Da haben wir noch nicht ansatzweise genug Erfahrung, ey. Geht zu Akizo. Da ist eine Höhle mit den Banditen. Die haben einen besonderen Fisch. Die haben einen besonderen Fisch. Zu Akils Hof. Da ist eine Höhle. Okay. Gucken wir mal, ob du recht hast. Das ist der Fisch. So, Watras. Wegen des Waffenhändlers. Sein Name ist sehr gut. Bisher noch nicht. Dann beeil dich. Wie soll ich den denn noch dingfester machen, Mann? Wie dich. So was Räudiges. Ein Glück ist Akils Hof nicht so weit weg. Und das direkt in Akils Hof ist eine Höhle? Oder ein bisschen wahrscheinlich... Okay, in die Höhle wird wahrscheinlich irgendwo an der Felswand eher sein, wa? Die Viecher spawnen neu? Pro Abschnitt? Das wusste ich gar nicht. Down ist er. Rascheln macht mir ja fertig. Na komm her. Oder halt nicht. Alter, jetzt ehrlich? Was zum Teufel ist bloß los mit dem Typen? Kapitelweise Spawn. Auf dem Weg? Wie jetzt? Ach, auf dem Weg zum Wald. Okay. Warte mal. Gucken wir uns gleich mal an. Also erstmal jetzt... ich stehe schon wieder... Ja, so. Da hoch, um dann nach links zu Akils Hof zu gehen. Was haben wir denn hier hinten noch? Noch ein Heilkraut. Nehmen wir noch mit. So, okay. Das heißt ja, die ganzen kleinen Mistviecher, die ich hier schon mal geplättet habe, sind ja auch wieder da. Auf dem Weg zum... Also... Warte mal. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten hin. Von der Treppe zum Akilshof nach links. Okay, nach links.
Geht klar. Geht klar, lieber Chat. Lieber Rio gehen. Dann den Weg hier weiter hoch oder soll ich irgendwo hier lang? Was ist denn hier lang? Gucken wir mal. Halte dich links an dem Berg. Da habe ich einen Trank, noch einen Trank, noch einen Trank. Kotschwärz, der mir. Kotschwärz, genau. Ringe, Ringe, Ringe. Feuernesseln. Ah, oh, da gab es hier gerade mal schickes Loot. Auch wenn ich da nicht lang musste. Warte, warte, warte. Ich will mal schnell gucken. Ring der Eisenhaut, Schutz vor Waffen. Ja, zum Beispiel, das brauche ich halt nicht. Der Ring gehört Laris. Stärkebonus. Dann machen wir erstmal so hier. Alter, wie viele fucking Tafeln ich hier schon habe. Oh, ich hab noch. Ne, es ist Apfeltabak. Ein Lederbeutel. Ah, ein paar Münzen. Okay, dann halten wir uns gleich. Jetzt gehe ich zurück und halte mich links am Berg. Entschuldige. Wie gesagt, ich wollte nur schnell das Loot abgreifen. Links. So. Zack, down ist er. Ach da, okay. Bam. Sind die stark, die Banditen? Sind die überhaupt noch Banditen? Ja, da sind noch ein paar. Ey, einer nach dem anderen. Ey, mach doch nicht so... Oh, Alter, ich hasse es, wenn die anfangen mit Bogen zu ballern, ne? Egal. So, wir hauen einfach den jetzt mal volles Pfund aufs Maul. Er hat ja nur so einen ollen schweren Ast. Er kann ja nichts. So, ohne was. Okay, die sind nicht wirklich stark. Nochmal kurz heilen. Mit so, ja, ich meine, ich habe kaum noch Heilpflanze. Ich muss echt aufpassen, dass ich die nicht alle hier weghaue. Geil. Da war noch ein. Okay. Alter. Wie der mir aufs Maul gibt. Der ist so richtig heftig drauf. Den sollte ich vielleicht rushen, wa? Thank you.
Bäm, Junge! Bogen. Ein paar Pfeile hat er. Und ein paar Goldbogen. Ein Beil, ein Schafsfell. Noch ein Wein. So, nochmal hier so ein... Heilung. Risspilze. Noch ein Wein. Und eine Truhe. Seltsam aussehender Fisch. Das wäre ja zugenäht. Okay. Bevor ich diesen Fisch jetzt öffne, werde ich nochmal speichern. Fisch, 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 wo bist du denn? Wo ist denn der? Der olle Fisch, da. Fisch ist ein Zettel versteckt. Was für ein Zettel denn? Stinkender Zettel. Haltet euren Hintern unten, Jungs. Die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor. Halvor. Ich glaub, es hackt. Halvor war doch der Waffenhändler, oder? Oder war es Hakon? Wechsle ich die gerade? Weiß es nicht. Ach, dann kann ich den gesamten Stack mitnehmen. Alles klar, besten Dank. So, zurück zur Stadt. Danke für den Hinweis mit dem stinkenden Fisch. Oh, ey, so langsam. Ups, entschuldigt. So langsam drückt mir mein Headset echt schon wieder auf den Ohren. Boah, gestern Ryugen habe ich angefangen gehabt, Gothic 2 zu spielen. Und ich habe gestern echt 7,5 Stunden am Stück gestreamt. Mega krank, ey. Richtig krass. Hab aber hab nicht viel geschafft, wie du ja siehst, wenn ich jetzt erst Söldner bin und so. Fischhändler am Hafenviertel. Ach, der Typ ist das. Ja, macht Sinn bei einem stinkenden Fisch. Hm. Habe ich denn überhaupt vor? Ach, das zählt als Geschoss, wa? Die Pfeile oder die Bolzen. Wollte schon sagen, Alter. Komm, trifft das Ding jetzt. LOL! Monster Kill, der war cool. Was? Mit einem 10-Stunden-Stream? Ja, ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen gehabt, dachte mir so, normalerweise streame ich halt so, weißt du, so 2 Stunden oder so, dachte mir so, ja, mal ein bisschen Gothic anspielen, mal gucken, und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann spiele ich halt Skyrim weiter. Und dann ist das halt so ewig geworden, es war unfassbar. Und dann bin ich halt, um 20 Uhr habe ich angefangen und um 3:30 Uhr morgens habe ich aufgehört. Krass, oder? Aber 10 Stunden ist ja auch recht heftig. So, Halvor. Ich komme. Nur noch 1600 EP, oder? Ja, dann habe ich die nächste Stufe. Und die wird... Ja, wohin packe ich denn die am besten? Ich glaube, die packe ich in Bogen. Doch, ja, ich glaube, die packe ich in Bogen. Wie Gold habe ich denn? 191, also nicht die Welt... Aber es geht. Das liegt doch auf der Hand. Obwohl, vielleicht sollte ich auch was in Schlossknacken investieren, wa? Jemand wird dafür büßen müssen. Speichern. Alvor! Kollege. Ich glaube, die. Was? Alles nur Gerede. Okay, ganz ruhig bleiben. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch... Das hätte er auch selbst wissen können. Das habe ich noch gar nicht. Dann lass mal... Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir... Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache... Keine Ahnung, sagt
bist. Ach ja? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur... Du meinst solche wie der... Du hast es erfasst. Ich habe... Das ist wirklich nicht mein Problem. Bringt mir das was? Schreibt mal in den Chat, Leute. Bringt mir das was? Soll ich den lieber einbuchten oder soll ich mich auf das Angebot einlassen? Es war doch seine Entscheidung. Ryugen, Aiko, was sagt denn ihr? Ich habe was anderes gehört. Das war keine große Sache. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich warte mal auf eure fachmännische Meinung. Bringt was. Hashtag bringt was. Alles klar, na dann, okay. Okay, einverstanden. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist. Zeig mir deine Meinung. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Schwerer Fisch, kleiner Fisch. Kann ich mir einfach alle nehmen, oder was? Irgendwann muss der es ja so. Okay, dann gucken wir doch mal. Dietricher. Ein Ring. 50 Gold. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ein Erzbrocken. Was ist denn das für ein Ring? Ja, Flammenring. Naja. Also, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat? Ist das wirklich wahr? Nicht einbuchten. Willst du in die Diebesgilde? Also lass ihn draußen. Okay. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay. Deine Taten waren gerecht. Nicht einbuchten. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Und wo sollte ich jetzt am besten hingehen, damit ich in die Diebesgilde komme? Vorschläge? Das ist wirklich nicht mein Problem. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Verstehst du ja draußen? Dieses hat er doch vorher. Bla bla. Ja, mal Mo fragen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Du kennst ihn klar doch. Was sind? Die Lage ist ziemlich heiß. Lord André versucht seit einiger Zeit, seine Nase in Dinge zu stecken. Die feinen Pinkel werden nie. Ich hätte das nicht. Okay, na mindestens redet Mo wieder mit mir. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. In der Taverne gibt's Wodka. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Ja, erstmal, ob du da recht hast. Hey du, komm mal rüber. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Danke, Aiko. Aber da du nicht da warst, er will sich mit dir treffen. Diese Information ist umsonst. Aber das ist... Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen. Hey. Gib mir was zu trinken. Gib mir... Das hätte ich dir vorher sagen können. Was gelogen. Es gibt keinen Wodka. Ich brauche... Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Wie sah der Kerl aus? Nun, ziemlich groß, dunkelhäutig und kräftig. Und sein Gesicht? Sein Gesicht? Als er... Es lag etwas Unheimliches in seinen Augen. Ja. Ich hätte das anders gemacht. Coole Sache. Alles klar, na dann machen wir es nochmal. War ich dann wieder vorher? Meine Meinung will ja keiner hören. Wo hast du das denn schon wieder her? Das will doch keiner wissen. Ich brauch's das nicht. Das war keine große Sache. Hier war's nicht. Hinterhalb aus Fischlein, das muss ja hier sein. Den Wodka hat Rio geklaut. Toll. Jetzt muss ich trocken bleiben, Rio. Attila, der Hunne. Ah, ja, was? Endlich. Wer bist du? Und was? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Gönner? Hey, sag mir doch einfach... Ich habe ein Geschenk für dich. Rosteter Schlüssel. Gut, okay. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Den Hinweis mit dem Hafenbecken habe ich nämlich damals gecheckt gehabt. Also das Ding habe ich schon gefunden. Was hat er da vorher gemacht? Immer wieder das gleiche. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Das war doch klar, dass ich glaube. Ich hätte das nie nicht so weit denken. War ich ja mal lieber, bevor ich hier ins Hafenbecken springe. Geronimo! Oh, wir haben es ja nicht mal ins Hafenbecken geschafft. Ach, wie cool, man kann echt tauchen. Ui. Ist es nicht schick? Da war's.
Gexkang Zero ist auch noch da und Last Hero X22 kommt zum Stream nebenbei. So. Ah, ein Trank. Ah, ein rostiges Schwert. Ah, eine rostige Axt. Ah, Ratten. Oh, fuck. Das sind ja ein paar. Ah, ich glaube, das sollen wir trotzdem hinkriegen, oder? Na komm. Da will ich doch meinen. Habe ich zwar jetzt ordentlich kassiert, also richtig ordentlich, aber das war's wert, glaube ich. So. War ja die ganze Zeit gespannt, das Ding. Sah schon die ganze Zeit so komisch aus. So, zwei Heiltränke hinter. Trank. Eine Belia-Statue ist hier. Nee, zu Belia bete ich nicht. Als Atheist bete ich nicht zu Belia. Nur bestimmten Fällen zu Innos. Grüße, Lost Hero. Boah, ey, Pfeile ohne Ende. Immer ja damit. Was haben wir hier noch? Rostiges Schwert. Noch ein rostiges Schwert, noch ein rostiges Schwert, noch ein rostiges Schwert. Alter. Krass. Boah, was gibt's denn hier alles? Endlose Türen. Kann ich die aufmachen? Nee, kann ich natürlich nicht. Pilze sind mein Freund. Was zum Teufel? Okay, damit's dich glücklich macht. Warte. Nom nom nom. Zufrieden? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dafür brauche ich den richtigen Schlüssel. Wenn's denn sein muss. Hallo? Hey, was machst du hier unten? Du Jasper. Hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Attila hat mir den Schlüssel gegeben. Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Okay, okay. Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Mehr Pilze. Dann erstmal halt noch ein paar Pilze. Benutzt die doch zum Heilen. Nein, ihr wolltet einfach Pilze, dass ich Pilze esse. Also habe ich jetzt einfach Pilze gegessen. Ihr müsst euch besser ausdrücken, Leute. Da sind immer noch Pilze. Wo sind hier überall Pilze, Mann? Hallo, Ramirez. Hast du dich verlaufen? Wenn dir hier was passiert... Spart, ne. Okay, beim nächsten Level-Up also Schlösser knacken auf jeden Fall lernen. Zumindest sehr danach aus. Hey, Cassia. Ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Okay, Cassia. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Okay. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre und solange sie uns nicht finden. Was weißt du über... Warum inter... Ich will herausfinden, was... Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück dort, wirst du deine... Okay. Was hab ich? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Aber ich muss mich da nicht hier unten. Nein. Was sind denn die Regeln? Die erste Regel lautet: Zweitens. Drittens. Wenn du hier unten deine Waffe. Und die vierte und letzte Regel ist: Wer uns beitritt. Okay, was passiert, wenn ich was erwischt passiert? Werde? Sie. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beit? Was kann ich denn bei euch lernen? Was kann ich bei... Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Ramirez ist ein Begnadet. Und ich? Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die...
Okay. Okay. Gut. Du bekommst eine Gelegenheit. Wie muss ich... Dieser störrische alte Alchemist, aber er braucht ihn gar nicht. Kannst du mich... Klar, kein Problem. Taschendiebstahl kostet 10. 10 Punkte. Boah, ist krass, ey. 10 Punkte, schon ziemlich heftig. Löschsystem 32. Na klar, kein Thema. Wäre natürlich jetzt lustig, wenn ich einen Mac hätte. Oder Linux. Aber ich war schon immer mehr der Freund von Windows. Sag mal. Du meinst den Bogen vom Burgner? Ja. Aber da wuseln jetzt Ratten rum. Ach so. Natürlich ist die Truhe verschlossen. Du. Okay. Damit sind wir jetzt. Was denn der Diebesgilde? Aufmachen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Nein, jetzt ehrlich. Ach komm, gib mir doch den Schlüssel dafür. Aber gut, wir gucken uns erstmal an, was das mit den verschwundenen Leuten auf sich hat. Auf dem Mac kann man spielen, jetzt geht's aber los, ey. Du bist also dabei. Ach und noch was. Hier unten bist du nur einer. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du 150. Boah, was? Alter Wucher, Mann. Hab ich nicht mal. Wer weiß das? Ja schon? Boah, natürlich war ich schon. Alter. Ihr seid noch ziemlich schlagfertig, wenn man bedenkt, dass es 1 Uhr morgens ist. So. Dann gehen wir mal raus. Speichern natürlich wieder. Regel Nummer 1 in Gothic. Alle 5 Minuten speichern. Komm jetzt hier. Oh, ein Rochen. Der sieht ja nett aus. Klappmuschel. So, Freunde, was haben wir denn hier? Eine Steintafel unter anderem und eine Hornmuschel. Wer hätte es gedacht? Noch mehr Steintafeln. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Da bist Hallo. Du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baldram? Nee. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnes. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer. Das musst du doch schon mal gehört. Du bist ein Pirat. Du bist ein Pirat. Ja, verdammt, das siehst du doch. Ich könnte vor Langeweile noch... Baldram? Du bist wohl ein Gant. Das habe ich doch eben. Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer. Der soll mir noch mal in die Finger kommen. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo... Wenn ich dir das erzähle, dann... Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du... Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit deiner... Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch. Es sei denn, es gibt nur 2 Menschen, die den Weg kennen. Du bist keiner von ihnen. Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht...
Verdammt, aber die Sache ist nicht so wie... Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich dran. Wir haben viele Dinge für die... Am Anfang war es ganz normaler Kram, nein. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Wir haben sie nur rübergefahren. Okay. Von wem? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Und nicht nur hier um... Bandit? Einen Namen? Ah, du willst wissen... Ach, mir fällt... Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in... Hast du eine Orden... Nein. Dann werde ich dir wohl beschreiben. Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen... Da sitzt der... Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Okay. Wo habt ihr die... Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten. Alles klar. Crazy, Mann. Oh, eine Pfanne. Endlich. Jetzt muss ich die echt alle durchkochen, oder was? Das kann ja nicht wahr sein. Wir speichern mal lieber. Gut, wenn der halt nichts dagegen hat. Apfeltabak nehmen wir auch noch mit. Wasser, Milch, Brot, Apfel. Kann ich das so braten? Mit Alt? Nee. Leute, gibt es einen schnelleren Weg, als jetzt hier das ganze Fleisch immer so zu machen? Weil das dauert ja eine Ewigkeit, bis man da alles gebraten hat. Ach ja, Fleischbraten. Und weiter Fleischbraten. Und noch mehr Fleischbraten. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ja, so 15 Stück ist schon, glaube ich, ganz gut. Feldknöterich nehmen wir mit. Ah, hier ist auch noch eine Truhe. Ja, mit. Eine Klappmuschel. Hornmuschel. Noch eine Klappmuschel. Alter. Wie viel Zeug hier rumliegt. Crazy Shit, sag ich dir. Aber gut, dann geht's jetzt wohl zurück. Wir berichten Vatras, was mit den Leuten passiert ist. Reden wir nochmal mit Baltram. Und ich glaube, dann mache ich aber Feierabend für heute, ey. Hab schon wieder genug Zeit in Gothic verbracht. Noch schon wieder 2,5 Stunden, die ich hier reingesteckt habe. Warum hört eigentlich keiner auf dich? Wir können nur abwarten. Ich habe da meine eigene Seite auf der Hand. Vatra. Gib mir Erfahrungspunkte. Kann ich gut gebrauchen. Warte mal, hier ist er auch noch. Ist der nicht hier? Wir müssen doch der komische Typ sein. Ja, guck mal, da sitzt er doch so ganz komisch, oder? Böse Valentino. Na, was bist du? Hast du keine Manieren? Ewig dieses dreckige. Aber ich glaube, so ein Tja, wenn du mal so viel. Ich merk schon, mit dir.
Ich habe dich... Ich bin Valentino. Arm an Sorgen, reich an Weiß. Hast du Probleme? Hast du mein... Mach dich beliebt. Verspreche niemandem etwas. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehe... Ich muss... Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig... Aber du musst mit deiner... Wow, jetzt geht's ja los hier. Okay, Penner. Den machen wir gleich fertig. So, Lappen. Mein Gott, wie brutal. Ei, mein Gott, wie brutal. Gib mir den Gehstock. Gib mir deinen ganzen Shit, Mann. Ha, ha. Dankeschön. Lappen. Hat mir auch noch ordentlich Damage René Dremmelt, ey. Oh Mann, mein Kopf. Ja. Warte mal. Lass mich in Ruhe. Warte bis Lord A. Hey, warte bis Lord André davon hört. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Soll doch Lord André davon hören, ist mir doch Grille. So, Vatras. Es Pilze zum. Warum soll ich denn Pilze essen, Mann? Hey, you! Ich wundere mich über gar nichts. Noch mehr Steintafeln. Ich habe noch eine. Gut. Hier. Wegen der Vermissung. Wegen der Ver- ja? Ich will dir erzählen, ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Er wird sich sicher an dich Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Bin immer noch nicht im Ring des Wassers, oder was? Wegen... Ha. Huh. Okay. Haben wir das auch geschafft. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist doch kein... Ui. Siehst du, ich muss ja eigentlich den Typen auch noch verprügeln. Damit ich seinen Ring kriege. Hey! Hey! Ich werde bestimmt auch Alternativ. Oh, der gute Konstantino. Hält, glaube ich, ordentlich was aus. Versuch das nicht nochmal, okay, okay. Ich leg mich nicht mit Konstantino an. Ja, crazy shit, Mann. Hey! Hey! Das höre ich zum ersten Mal. So, Freunde. Aber das war's jetzt erstmal für heute mit Gothic. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht einzuschalten. Worum soll ich mich denn befassen? Wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, wenn ich wieder online gehe, dann... Ich hab da meine eigene Meinung. Empfiehlt es sich noch... Entschuldigung. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Einfach müde. Empfiehlt es sich nochmal, auf den Follow-Button zu drücken. Man darf halt nicht alles glauben, was man... Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich das nächste Mal online gehe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Was dann wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht Gothic, vielleicht wieder The Wolf Among Us, vielleicht Skyrim, vielleicht irgendein Shooter. Wir werden sehen. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Haut rein. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern?